Hallo und willkommen, liebe Mystery- und liebe History-Freunde. Die Aufnahmen, die ihr hier gerade seht, das sind Aufnahmen der Kreisgrabenanlage von Goseck in Sachsen-Anhalt, also hier bei uns in Deutschland, eine sehr bekannte archäologische Stätte, die an die 7000 Jahre alt ist. Dieses Alter wurde bei archäologischen Ausgrabungen ermittelt, und zwar wurden da rund 40 Proben analysiert mit der Radiokarbon-Datierung, mit der C14-Datierung. Eine sehr bekannte Anlage, auch über die Grenzen von Deutschland hinaus, da sie halt rekonstruiert wurde, mehr oder weniger genau rekonstruiert wurde, so wie es diese Aufnahmen und diese Bilder hier gerade zeigen. Wirklich ein sehr beeindruckendes Monument, Holzmonument, das ungefähr 2000 Jahre älter ist als das legendäre und weltberühmte Stonehenge, auch wenn Stonehenge natürlich wesentlich prachtvoller, wesentlich schöner ist, da es aus massivem Stein errichtet wurde. Diese Anlage wurde, wie so viele Anlagen aus der Steinzeit und auch solche Kreisgrabenanlagen, durch Luftbilder entdeckt, und dann hat man schnell festgestellt, ja, da ist etwas Interessantes. Man hat Georadarmessungen gemacht, dann alles ausgegraben, und aufgrund der Befunde, hier wiederum das Alter von fast 7000 Jahren, 6900 Jahre, um genau zu sein, hat man sich entschlossen, das bauen wir einfach mal alles nach, wie es damals ausgesehen haben könnte, ausgesehen haben mag. Und am 21. Dezember 2005 wurde diese Anlage für die Touristen geöffnet. Sie ist quasi 24 Stunden am Tag geöffnet. Jeder kann sich das anschauen. Diesen riesigen Kreis dort, der ist 71 Meter im Durchmesser, mit diesem Graben da drumherum und aus Holzpalisaden gebaut. Vielleicht waren einige von euch ja auch schon mal da. Und solche Anlagen gibt es zu Hunderten in Mitteleuropa, Westeuropa, eigentlich in ganz Europa, eigentlich auch auf der ganzen Welt. Hunderte davon sind bekannt. Sehr viele liegen noch im Erdreich. Nicht alle sind so schön nachgebaut und rekonstruiert worden wie diese Kreisgrabenanlage von Goseck. Aufgrund ihres Alters wird sie auch ganz gerne als ältestes Sonnenobservatorium der Welt gefeiert. Ob das wirklich alles so stimmt, ist ein bisschen unklar. Auf jeden Fall gibt es dort astronomische Ausrichtungen, astronomische Bezüge durch Öffnungen in den Palisaden, zum Beispiel zur Sommersonnenwende und zur Wintersonnenwende. Das ist bei vielen dieser Kreisgrabenanlagen der Fall. Zum Beispiel ein neu entdecktes Stonehenge der Niederlande, wozu ich vor einiger Zeit auch mal hier ein Video auf Mystery Files online gestellt habe. Da werde ich euch das Video einfach mal unten in der Beschreibung verlinken. Aber wie bei vielen archäologischen Stätten aus der Steinzeit, die so ein enormes Alter haben, ist natürlich auch völlig unklar, was genau ist hier eigentlich vor Jahrtausenden vor sich gegangen. Was haben unsere Vorfahren, unsere Ahnen sich dabei gedacht, so etwas dort zu errichten? Wie gesagt, über 70 Meter Durchmesser mit dem Graben da herum, dann die dicken Stämme, teilweise an die 50 Zentimeter im Durchmesser, die sie da aufgerichtet haben in mehreren Reihen von Palisaden. Irgendetwas muss ja da einen Sinn und Zweck erfüllt haben, dass sie sich diese Arbeit gemacht haben, außer astronomische Beobachtungen oder Sonnenwendfeiern zum Beispiel. Da heißt es dann sehr schnell, das waren irgendwelche sakralen Plätze, Kultplätze, Opferplätze, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. All das können wir heute nicht mehr definitiv sagen, warum so etwas errichtet wurde, so etwas erbaut wurde. Aber wie vorhin dies erwähnte Stonehenge in England, gibt es natürlich auch in in Sachsen-Anhalt immer wieder neue Ausgrabungen, neue Untersuchungen, auch im Umfeld der Anlage, ist bei Stonehenge auch wiederum der Fall. Da gibt es zum Beispiel auch Siedlungsspuren, Siedlungsreste, die aus der Zeit von der Erbauung von Goseck stammen. Auch die wurden gefunden, teilweise so etwa 1 Kilometer entfernt. Da gibt es also noch viel zu forschen und viel zu entdecken. Und immer wieder kommen die Archäologen auf die Idee, ja, wir werden die alten Funde nochmal neu bewerten oder gehen mit neuen Fragestellungen an alte Funde heran. Das ist natürlich weltweit in der Archäologie so. Und in Goseck ist es auch so gewesen, dass da neue Untersuchungen erfolgt sind. Und diese neuen Ergebnisse sind aktuell veröffentlicht worden von Dr. Norma Henkel. Das ist eine Archäologin vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie von Sachsen-Anhalt. Und sie hat sich mal diese seltsamen Funde und Gruben genauer angesehen, die innen, aber vor allem außerhalb der Kreisgrabenanlage zu finden sind. Darin enthalten sind Keramiken, uralte Keramiken, aber auch Teile von Rinderschädeln, also Knochen, und Teile von Hörnern von Rindern. Und vor allem außerhalb der Anlage, außerhalb der Palisaden, gibt es oder gab es an der Anlage von Goseck
einige Plätze, einige Stellen, an denen solche Funde vermehrt aufgetreten sind. An anderen Plätzen drumherum um die Anlage wurde gar nichts gefunden. Und dann auf einmal wieder quasi so ein Nest mit archäologischen Funden. Und da war auch besonders interessant eine Grube, die dort entdeckt wurde. Sie ist 1,60 Meter mal 1,30 Meter groß und diese Grube zeigt ja ganz klar, hier wurde Feuer gemacht. Nicht nur irgendwann mal so ein Feuer, um da irgendwie was zu grillen, sondern hier wurde über längere Zeitraum hinweg immer wieder Feuer drin entzündet in dieser Grube. Das zeigten die Brandmale an dem Erdreich drumherum. Und dann wurde diese Grube nochmal genauer untersucht und da drin haben sich Menschenknochen gefunden. Und das ist ganz erstaunlich, das ist keine Grube, wo jemand bestattet wurde oder vielleicht mehrere Personen, eine Brandbestattung, sondern hier wurden Teile von Menschen scheinbar irgendwie aus unbekannten Gründen geopfert. Denn es wurden da irgendwie keine Schädel gefunden oder irgendwie kein Brustkorb oder Rippen, sondern es wurden nur Teile der Extremitäten von Menschen gefunden. Zum Beispiel wurden dort Finger- und Mittelhandknochen einer rechten Hand entdeckt, die anatomisch korrekt dort in der Grube abgelegt waren, aber sonst nichts. Das wäre also quasi so, als wenn hier jemand seine rechte Hand geopfert hätte irgendwelchen archaischen Göttern, die wir heute nicht kennen. Aber das ist jetzt für die Archäologen wiederum ein Hinweis, ja, ein neues Indiz, dass Goseck eine sakrale Anlage war. Das haben wir ja schon vorher gewusst. Das wussten wir schon spätestens seit der Eröffnung zur Wintersonnenwende am 21. Dezember 2005. Hier ist etwas Sakrales vonstatten gegangen. Aber es ist halt erstaunlich, dass hier nicht irgendwie ganze Menschen quasi verbrannt oder geopfert wurden, sondern nur Teile. Da kann man viel spekulieren. Warum wurde da anatomisch korrekt eine rechte Hand verbrannt? Was soll das für einen Sinn haben? Warum sind dort so viele Rinder offensichtlich geschlachtet worden und verzehrt worden oder auch geopfert worden? Das eine schließt ja das andere natürlich nicht aus. Rinder galten ja in der Steinzeit, in den Tagen der Eiszeit ja mehr oder weniger als heilige Tiere. Wir sehen es ja auch auf Höhlenzeichnungen und Gravuren immer wieder, sind Rinder dort abgebildet, quasi so als Tiere oder Symbole des Lebens. Auch das ist natürlich Spekulation, aber offensichtlich waren Rinder ein sehr wichtiger Bestandteil der Kulte oder der sakralen Handlung in der Ringwallanlage von Goseck. Ob die jetzt tatsächlich zur, sagen wir mal, Sommersonnenwende, da tatsächlich eine ganze Herde hingebracht wurde, die wurden dann geschlachtet, teilweise wurden sie dann verbrannt, so als Opferung für die spirituellen Mächte des Himmels oder für die Sonne und dann in einem Gelage oder einem Fest verzehrt. Ob das so war, auch eine reine Spekulation, denn es gibt so wirkliche Belege für irgendwelche großen Gelage oder Festivitäten in Goseck zumindest bisher noch nicht. Aber ich finde es durchaus schon erstaunlich, dass hier an der Ringwallanlage immer noch neue Funde gemacht werden, die für neue Spekulationen sorgen könnten. Denn diese Rinderknochen und Teile von Rinderhörnern und Schälen von Rindern, die waren schon lange bekannt. Aber nun rätseln halt die Forscher darum, wieso denn nur eine rechte Hand oder andere Knochen von Extremitäten? Wo sind die anderen Teile? Wo sind die Köpfe der damaligen Menschen? Wo ist zum Beispiel das Becken? Wo ist das alles? War es vielleicht ein Bauarbeiter, mal angenommen, mal spekulieren wir, fantasieren wir mal etwas rum, ein Bauarbeiter, der damals vor rund 7000 Jahren, vor 6900 Jahren mitgeholfen hat, die Anlage zu bauen und beim Aufstellen einen von diesen mächtigen Stämmen von den Palisaden hat er sich seine rechte Hand gequetscht, die musste amputiert werden, quasi ein Arbeitsunfall und zu seinen Ehren oder als Würdigung seiner Arbeit für den Zweck der Gemeinschaft, für das Ansinnen der Gemeinschaft, hat man diese Hand, die er verletzt hatte, dort dann beerdigt und verbrannt und bestattet. Reine Spekulation, denn es ist unklar, zumindest habe ich darüber nichts lesen können, ob diese Hand irgendwie verletzt war, ob an diesen Knochen Verletzungen zu sehen sind oder heute noch zu erkennen sind. Aber wenn man sich das mal so überlegt, eigentlich klingt das recht logisch, diese Spekulation, die ich hier einfach mal in den Raum bzw. in YouTube hineinwerfe. Ob es so ist, wir werden es niemals erfahren, denn wir haben ja von diesen Erbauern, auch von anderen Ringwallanlagen oder Kreisanlagen,
sagen, leider keine schriftlichen Aufzeichnungen. Wir können rückblickend, Jahrtausende zurückblickend, wirklich nur raten, was haben unsere Ahnen sich dabei gedacht, sich solche Arbeit zu machen, egal ob in Skandinavien oder in Schweiz oder in Deutschland, vollkommen gleichgültig. Sehr interessant sind solche Themen auf jeden Fall, wahrscheinlich auch deshalb, weil wir nie eine verbindliche Lösung für das Phänomen der Kreisgrabenanlagen oder anderer steinzeitlicher archäologischer Stätten finden werden. Gerne könnt ihr mir einen Daumen hoch geben, ein Feedback hier lassen. Schaut auch mal andere Videos zu diesem Thema an, denn ich hatte mehrere Videos schon zu Goseck und ähnlichen Anlagen hier online gestellt. Und wenn euch das interessiert, hinterlasst gerne auch ein Abo, falls ihr noch keins habt. Dann sage ich mal Tschüss, ihr Lieben. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Euer Lars.